Moin Leute, spontan ist immer das Beste, was man machen kann. Ich nehme euch mit in den nächsten 4 Tagen. Ich habe 2 Dudes. Einmal hier Bernie und Victor war es, glaube ich, oder? Ja, genau, richtig. Wir machen spontan nach Grande Finale, Finale Liguria. Und ja, so spontan wie wir sind, ich bin schon ganz wuschig. Baue mir noch fix mein Fahrrad um. Weil ich hatte es vor kurzem auf meine Winterlaufräder umgebaut. Und da jetzt im Finale ungefähr 20 Grad sind, was ich euch dann gleich zeige, stecken wir noch die Sommerlaufräder rein. Dementsprechend Intro und danach fettes Wetter, Italien 2021 coming right now for you. Cheers, guys! Ja. Ja, gepackt! Klappe zu, Affe tot, Abfahrt. Wow! Oh. Geht doch! Tiefer hier nicht. Puh, Wildritt. Wir sind jetzt, wie lange seid ihr gefahren? 11 Stunden. 11 Stunden die Jungs. Freiburg von mir 7 Stunden. Der eine Kollege hat gar nicht gepennt seit gestern, also komplett durchgemacht, richtig verrückt. Bikes sind jetzt hier im Bikekeller. Morgen früh gibt's das richtig Feines, aber schaut einfach selbst. Und zwar klingelte mein Wecker um 6:30 morgens, woraufhin ich mich dann aufs Fahrrad geschwungen habe, um einen Sonnenaufgangsride zu machen. Ich habe mir den Caprazoppa Trail ausgewählt, welcher ein schwarzer Trail direkt an der Küste ist, hat ungefähr 300 Höhen bzw. Tiefenmeter und zeichnet sich durch wirklich fiese Steine aus und er ist nicht so viel befahren, weshalb das Spurenlesen auch nicht unbedingt leicht fällt. Ich habe den Trail nicht gekannt und es einfach mal probiert. Schaut in diesem Fall am besten selbst. Hier lang, glaube ich. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt nicht, ey. War nicht so geil. Oh, okay, wird jetzt sketch. Jo. Nee, mal die Outside Line genommen. Boah. Leute, das ist auf jeden Fall krass, sag ich euch. Es ist übelst steil. Das ist kacke, wenn man einmal steht, ey. Und da ich jetzt auch gerade alleine bin, gar keinen Bock, mich da jetzt so hart aufs Maul zu legen. Ich kann hier kaum runterlaufen, ey. Also sorry gerade hierfür, aber das ist mir alleine ein bisschen zu krass. Okay, weiter geht's. Neben der Tatsache, dass der Trail teilweise mega eng, verblockt und sausteil war, gab es aber auch Stücke wie dieses hier, wo man einfach voll Gas ins Moped laufen lassen konnte. Und ja, einfach hammergeil. Ich weiß halt nur nicht, wann eine Kurve kommt. Das ist ein bisschen so das Ding. Aber doch echt gut eigentlich. Okay. Gut. Boah, da kommt die Sonne, Alter. Das ist auf jeden Fall nichts für Anfänger, kann ich sagen hier. Auf gar keinen Fall. Selbst für Fortgeschrittene ist das krass.
fett. Nachdem ich die Sonne und der Trail im wahrsten Sinne des Wortes wach geküsst bzw. geschüttelt haben, ging es dann los zum Finale Bikers Tour, um den ersten Single Uplift zu buchen. Da sind wir zum Dean Restaurant hochgefahren, kostet 10 Euro und das ist die Aussicht. Wow! Direkt sind wir dann hoch zu einem der legendärsten Trails gefahren, wo man nochmal ein kleines fieses Uphill-Stückchen hat. Und der Trail war der Rollercoaster. Wirklich sagenumwoben, was wir da für ein Wetter hatten, einfach bombastisch, knapp 20 Grad. Der Boden, also die Bodenverhältnisse, waren wirklich prime. Ein, zwei kleine Pfützen noch, aber ansonsten kenne ich Finale eigentlich nur trocken, staubig, rutschig. Und hier, es war echt ein geiler Grip und man konnte es einfach laufen lassen. Hier in diesem Fall, eigentlich bei allen Trails, bin ich so mehr oder weniger zum ersten Mal gefahren, habe sie grob noch im Hinterkopf, insofern es nicht ein ganz neuer Trail ist, wie jetzt der Capra Zopper heute Morgen. Aber insgesamt kann man die Trails in Finale, insofern man einigermaßen geübt ist, ganz gut blind fahren. Jetzt aber ganz viel Spaß beim Rollercoaster Trail. Wow, awesome. Hey meine Freunde, Day One hier in Finale Ligure. Wir haben jetzt gerade einen Single Uplift, wie ihr gesehen habt, hoch zum Dean Restaurant gemacht und jetzt sind wir gerade beim Rollercoaster und sind an der ersten sagenumwobenen Aussicht. Gönnt euch das einfach mal. Kurz nach dieser wirklich atemberaubenden Aussicht hat man nochmal ein kurzes Stück, bevor man auf eine Abzweigung kommt. Hier trennen sich quasi die Wege, beziehungsweise man kann dann weiter den Rollercoaster fahren, so wie wir es gemacht haben, und biegt nach rechts ab.
Oder man fährt halt die anderen Wegelchen, wo man auf einen anderen Trail kommt. Aber das erkläre ich, wenn wir die Trails dann auch fahren. Hier waren jetzt auch ein paar Shaper unterwegs, also die Trails werden regelmäßig gepflegt. Die Gehälter, beziehungsweise sie werden durch die Shuttle-Einnahmen auch bezahlt. Deswegen, große Props hier an die Leute, die sich regelmäßig um die Trails kümmern. Vor allem an die riesige Auswahl an Trails. Wie ihr seht, wird der Trail im unteren Teil, wie der Name eigentlich schon sagt, zu einem richtigen Rollercoaster. Hoch, runter, links, rechts, da eine Senke, da eine Anliege, da mal schnell zwischen Bäumen durch. Also wirklich, es ist eine Achterbahn, die einfach nicht aufhört, voranzugehen. Und wenn man Bock hat, kann man auch wirklich die Bremse ganz schön offen lassen. Nur muss man hoffen, dass man einfach die Spur dann trifft, beziehungsweise dass direkt nach der Kurve oder nach dem kleinen Hügelchen kein krasser Abhang kommt. Aber echt sau, sau geil. Nach dem Rollercoaster Trail haben wir dann einen eigenen Uphill genommen, beziehungsweise sind selber hochgetreten, waren ungefähr so 250 Höhenmeter, um dann quasi am Eingang vom Madonna beziehungsweise Cacciatore Trail zu sein. Wir haben uns für den Madonna entschieden, auf welchen wir kommen wollten, und an diesen Trail gelangt man, indem man dann über den sogenannten Kill Bill Trail fährt. Das ist ein roter Trail und in den biegen wir nämlich jetzt ab. Viel Spaß!
Der Kill Bill lässt sich wirklich super flowig fahren und man kommt eigentlich entspannt runter. Aber danach, oho, wenn ihr jetzt nach rechts abbiegt, geht's auf die Madonna. Dieser Trail am Anfang noch, ja, sieht gar nicht so wild jetzt aus. Aber wartet mal ab, da kommen jetzt gleich 3-4 Stellen auf einmal. Und es wird unglaublich ruppig, steinig, felsig. Und der beste Tipp ist tatsächlich, lasst die Bremse offen und das Fahrrad einfach machen. Je mehr man sich einbremst und Angst entwickelt bzw. hakelig wird, desto krasser wird der Trail für einen. Oha, Junge. Richtig ab, Alter. Guys. Ja, wir machen jetzt ein kleines Mittagspäuschen und schieben uns ein Eischen rein. Hallo. Peace. Nach dem kleinen Päuschen mit einem feinen Eischen ging es dann hoch mit dem nächsten Single-Uplift zur Base NATO. Wohl das Wahrzeichen bzw. das, was jeder Biker von allen Bildern erkennt. Diese verlassene Landschaft, wie auch immer, wie wollen wir es nennen. Und ja, wir sind als erstes dann dort den linken Trail gefahren, ist der sogenannte Madre Natura. Insgesamt sind die Trails oben bei der Base NATO sehr flowig, eher flach, nicht so krass und wirklich auch für in Anführungsstrichen Einsteiger gedacht. Einsteiger in diesem Fall betitel ich mal darunter, dass man in Deutschland mehr oder weniger alle Trails fahren kann, irgendwie, abgesehen vom Alpenland. Ja, einfach wenn nach Finale kommt, sollte eine gewisse Grunderfahrung beim Mountainbiken mitbringen und ein Full Suspension Rad mit 150 mm ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Wie ihr seht, hat man dann immer kurze Pausen. Entweder kann man dann einen kompletten Run durchfahren oder man hält einfach kurz an dem Schotterweg an. Ja, all die Trails hier oben machen einfach sau viel Spaß. Und in dem Fall würde ich als kleinen Tipp empfehlen, wenn ihr die Trails noch nicht kennt oben bei der Basenato, dann bucht euch vielleicht doch mal einen Full-Day-Shuttle. Der kostet 60 Euro, weil da habt ihr halt mit einem Full-Day-Shuttle an der Basenato alle Trails innerhalb von einem halben Tag abgehamstert und kennt alle. Durch Single-Uplifts verbraucht ihr da halt mehr oder weniger ziemlich viel Zeit, weil man sich halt bei Single-Uplifts so seine eigene Route steckt, auch mal ein bisschen hochtritt und neue Sachen eventuell erkundet. Genau. Matre Natura sind wir nochmal kurz hochpedaliert, so 60-70 Höhenmeter, weil wir noch den Age Trail mitnehmen wollten, also den unteren Teil davon. Ist ein super schneller Trail, geht fast nur geradeaus, Vollgas, flat out. Ist genau mein Ding, einfach den Hahn komplett offen lassen und ja, müsst ihr unbedingt machen und macht vielleicht mal eine kleine Death Grip Challenge. Wer hält länger den Hahn offen? Nach dem H-Trail sind wir über die sogenannten Verbinder-Trails, welche am Berg von der Basenato im unteren Teil angesiedelt sind, dann Richtung Kabianca-Trail gefahren. Die Verbinder-Trails finde ich super geil, sind immer so kurze Stückchen, teilweise rough, teilweise ein bisschen verspielt und man kann einfach die Straße überbrücken. Also man muss dann nicht stumpf die Straße auf Asphalt runterbollern, sondern kann einfach Trail mitnehmen. Ich würde es auf jeden Fall immer machen, macht Bock und halt einfach keine Straße. Sau gut. Als letzter Trail des Tages stand dann der Kabianca Trail an. Ich meine, dass dies auch ein schwarzer Trail ist. Ich persönlich finde es einer der geilsten Trails im Finale, also einer meiner Favorites, weil es auch wieder ein Vollgas-Trail ist, wo man es sich halt richtig geben kann, wenn man Bock hat. Auch hier, ich hatte nicht mehr wirklich im Kopf und bin es einfach blind gefahren, mehr oder weniger. Und lasst euch bei dem Run einfach mal mit meiner, ja, mehr oder weniger guten Fahrleistung mal alleine. Viel Spaß, wir hören uns dann am Ende vom Video zum Fazit des Tages.
ist da. Hello Friends! Der erste Tag hier in Finale Ligure neigt sich dem Ende zu und unser Kurzbike-Trip hat richtig geil begonnen. Wir haben sagenhaftes Wetter hier, ungefähr 18, 19 Grad, purer Sonnenschein, keine einzige Wolke am Himmel und haben es heute entspannt angehen lassen, haben insgesamt ja, 2 Single-Uplifts gebucht. Einmal sind wir dann quasi Rollercoaster gefahren, also die Dean-Seite hier in Finale. Und zum anderen hoch auf die Basenato beim zweiten Single Uplift die verschiedenen Trails runtergefahren. Aber da gibt es noch viel, viel mehr zu erkunden. Das kommt dann morgen in Tag 2. Denn ich werde mir jetzt über ein Shuttle-Unternehmen einen Full Day buchen. Das kostet 50 Euro. Und da wird mir den ganzen Tag dann rumgeschuttelt. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich in eine geile Gruppe reinkomme. Und genau. Ich hoffe, die Trails haben euch gefallen. Ich gönne mir jetzt noch ein Eischen. Zeige ich noch 1-2 nette Seen hier vom Strand und wir sehen uns dann morgen. Ciao! Ja Leute, für Gelato, das wurde irgendwie nix, hat alles zugehabt. Jetzt sitzen wir halt hier am Spaghetti-Tisch und hauen uns noch ein bisschen Pasta rein. Eat Pasta, Ride Faster, morgen Day 2, Grande Finale. Ciao, ciao.